Thema des Jahres heißt Heimat und die Fremden. Das heißt, Sie stehen da voll dahinter, hinter diesem Thema. Heimat wird auch gerne mal in die eine oder andere Richtung extrem verengt. Und damit eigentlich nicht zu etwas Integrierendem, sondern zu etwas Ausgrenzendem umfunktioniert. Das ist ganz sicherlich nicht die Intention, die wir hier stärken wollen, sondern das genaue Gegenteil. Es gibt zwei erste Preise in der Kategorie Heimat und die Fremden. Das ist so eine kleine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet meine Schrottcontainer-Kindheit mich auf diese Bühne gebracht hat. Ich bin sehr, sehr stolz, auch eine Geschichte, mit einer Geschichte gewonnen zu haben, die ich, an der ich ja eigentlich 26 Jahre lang geschrieben habe. Ich habe gehofft und ich war total nervös. Das ist ein Beleg dafür, dass es unbedingt nötig ist, über schwierige Fragen offen zu reden. Unideologisch. Ich glaube, mein Kopf ist komplett unter Adrenalin zusammengebrochen. Das ist ein ganz großartiges Gefühl, weil man natürlich nominiert ist neben so vielen anderen brillanten Geschichten, die es jede für sich verdient hat, jede auf ihre Weise. Lorenz Wagner vom Süddeutschen Magazin aus München. Als der Name fiel, war so ein Glücksmoment. Und dann, ja, so ein kurzes Durchatmen. Klar war ich natürlich nervös. Gerechnet hatte ich damit nicht. Überhaupt gar nicht. Natürlich darauf gehofft und ich habe mich echt total gefreut. Was ist so ein toller, echt altehrwürdiger Preis. Ich habe das als eine ganz große Ehre empfunden, habe mich einfach nur gefreut in dem Moment. Unter uralten Bäumen lässt es sich träumen, in den goldenen Frühlingstag hinein. Ich erinnere mich jedenfalls an meine Verblüffung, mit der ich in den ersten Jahren meines Politikerlebens in Bonn seine Texte über Vorgänge und Entscheidungsprozesse in der SPD-Führung gelesen habe. Woher weiß der das so genau? Ja, genauer als ich, der doch dabei war. Günter Barnas bekommt den Theodor-Wolff-Preis für sein Lebenswerk zu Recht. Ich gratuliere herzlich. Ja, es war ein Gefühl der Freude auch und der Ehre. Und wenn man den Preis eines solch, der den Namen eines solch tollen deutschen Journalisten und Demokraten trägt, das hat mich auch berührt. Aber irgendwie fand ich es auch sehr schön und es ist ja auch eine sehr schöne Veranstaltung heute Abend hier.